Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Und ja, auch für euch nochmal, weil ich denke nicht, dass vielleicht einige von euch auch News über Luigi Boss U gucken. News über Luigi U, so okay. Weil ich bin krank, es kann sein, dass ich mich etwas kränklich anhöre oder sonst irgendwas. Deswegen gestern lag ich auch den kompletten Tag flach und es ist zwar heute besser, deshalb kann ich auch wieder aufnehmen, aber falls ihr jetzt denkt, irgendwie, es kann sein, dass ich mich kränklich anhöre und so. So, ich bin zur Mission 11 gegangen. Ist ja die nächste. Belohnung eines Helden. Erfüllt Stepp Immergrün. Ist wieder ein Atru. Atru kennt man ja bereits schon. Diesmal muss ich den Atru bezwingen, der mitten in der Erfüllsteppe zu finden sein soll. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, seit ich meine letzte Bestimmung erfüllte. Die Monster sind jedenfalls zahlreicher geworden. Wenn ich jedenfalls sie weiterhin erfolgreich diene, werden sie mich sicher immer wieder aus dem Kristallschlaf wecken. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn ich eine neue Welt erblicken darf. Ja, warum eigentlich auch nicht? Ich bin jetzt mal gespannt, wo der ist. Ganz da unten. Okay. Und wir sind ganz da oben. Ja, gut. Ich würde sagen, wir halten uns jetzt erstmal links bis zu dem Speicherpunkt. Das heißt, wir halten uns jetzt erstmal hier. Hier. Ah, hallo. Kann ich hier runterspringen? Ich will es nicht ausprobieren. Ich habe keinen Bock, gegen ein Riesenvieh zu kämpfen. Gegen euch habe ich eigentlich gerade auch keinen Bock. Obwohl. Wisst ihr was? Mach mal. Das hier ist immer noch Training, Leute. Und Training müssen wir nehmen. Komm, das ist so ein Monster Mysterios. Keine Ahnung. So. Es wird nicht allzu schwer sein. Sag ich ja. Sollte ich vielleicht noch mal kurz hochschalten, weil ich nicht mehr ganz so viel Leben habe. Ah, guck mal, wie schnell der down geht, also. Ich bitte euch. Ist doch schnell gemacht, ist doch schnell gemacht. Hat sogar gleich Schock. Ja. Und Schock. Ja, guckt euch das an. Fang haut einmal ordentlich drauf und dann ist die Sache auch schon gegessen. Jetzt habe ich ganz vergessen, eine Stoppuhr zu stellen. Haha! Ah, egal. Ich glaube, ich gehe gerade in die falsche Richtung. Hier kann ich immer noch nicht hoch, ne? Nee. Kann man da vielleicht nur mit einem Schokobo hin? Also ich habe tatsächlich mal gelesen, dass es tatsächlich Schokobos in Final Fantasy 13 gibt. Ich habe zwar noch nie einen gesehen, aber es soll tatsächlich welche geben. Okay, hier kommen wir nicht runter. Aber vielleicht hier? Ja. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, wir sind in der ziemlich guten Richtung. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Speicherpunkt da links. Wir halten uns jetzt einfach mal immer an die Speicherpunkte. Kämpfen gerade noch gegen die drei Goblins. Die ist noch Goblins, oder? Oder irre ich mich? Nee, Goblins. Ist schon alles richtig. Schalten wir mal kurz runter. Weil die Goblins so ziemlich schnell down gehen. Und der ist tot. Und ja. So. Der ist tot. Und der letzte noch. Ja, gut. Ist ziemlich einfach, aber wie gesagt, es gibt Punkte. Es ist einfach leveln und wir müssen leveln für den Endboss, weil ihr habt ja gesehen, dass der nicht gerade so einfach war. Und das war ja noch nicht mal der Endboss. Der Endboss kommt ja erst danach. Und wie gesagt, ich habe gelesen, der hat eine One-Hit-Attacke. Egal wie viele Leben du hast. Und dafür brauchst du irgend so ein bestimmtes Item und da muss ich wirklich auch nochmal nachlesen, wie man das bekommt. Aber das werde ich mal mit der Zeit dann mal machen. Ist das der Speicherpunkt da? Ja. Ah, dann ist das ja auch gar nicht mehr so weit.
So, hallo. Ihr auch nochmal. Ja. Ich, wie gesagt, ich spamme nur X. Also, wann spamme ich bei Final Fantasy nicht nur X? Bei Final Fantasy 12 kann man das nicht. Aber gut. So, da ist der Speicherpunkt. So, dann ist das nicht mehr so weit. Jetzt müssen wir halt einmal komplett quer hier so rüber. Am besten an dem großen Vieh vorbei, weil gegen das will ich ungern kämpfen. Eigentlich könnten wir es ja mal irgendwann mal versuchen, aber jetzt noch nicht, Leute. Jetzt noch nicht. So. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Ja, das ist schon richtig. Und dann jetzt einfach hier links rein und dann sind wir da. Da sind sie doch, die Adros. Guten Tag. Wir haben sogar, einen Präventivschlag. Das ist geil. So, jetzt schnell wechseln. Hängen dann am besten Rundumschlag, damit die alle trifft und BÄM! Genau das wollte ich. Das war der geilste Kampf ever. 5 Sterne. Ich krieg einen Bonus. Mission mit 5 Sternen ist Bonus. Wie geil ist das denn? 2-mal einen Eisring. Ich will kurz mal gucken. Was Belohnung? Ob das wirklich Belohnung ist? Ja, es gibt noch eine sekundäre Belohnung, die haben wir aber nicht bekommen, warum auch immer. Aber egal, ich stelle das gar nicht in Frage. So, eigentlich haben wir ja jetzt noch nicht so viel Zeit rum, also eigentlich könnten wir noch eine Mission machen, wenn ich jetzt nur mal wissen würde, wo die ist. Wo sind wir denn gerade? Ja, die ist eigentlich direkt in der Nähe. Seht ihr die da unten? Die müsste das eigentlich sein. Das heißt, da können wir ja gerade mal schnell hingehen. Ich habe jetzt keinen Bock, gegen euch zu kämpfen. Ich will nur kurz gucken, ob das die Mission ist, weil dann können wir die eigentlich noch machen. Ich gehe doch richtig, ne? Oh, komm, ihr beide, wenn ihr schon hier so auf dem Weg steht, ne, dann machen wir das auch. Ist ja nicht so, als hätte ich da keinen Bock drauf. So, ihr Mix-Penner. Hat sich ausgemixt bei euch, ey. Bam, Schock. Bam, tot. So, und somit war es nur noch einer. Ja. Das läuft schon. Okay. Das war's. Hoffentlich kommen da jetzt keine mehr. Dann könnten wir direkt zur Mission. What the fuck ist das? Ich darf da nicht durch. Wie geil ist das denn? Naja, ist mir auch egal. So, bist du das, mein Freund? Ah. Thief-Statuen und Bannbezirke.
Einige Areale auf Grand Pulse werden von magischen Barrieren geschützt und machen eine Durchreise unmöglich. Um die magischen Barrieren einzureißen, müssen Missionen angenommen werden und erfolgreich erfüllt werden. Nur allzu oft handelt es sich dabei um gefährliche Missionen, die in einem erbitterten Kampf um Leben und Tod münden. Die Annahme von Missionen sollte also mit Bedacht erfolgen. Auch ist es nicht zwingend erforderlich, alle magischen Barrieren zu zerstören. Wie geil ist das denn bitte? Es ist sogar Mission 12. Dann machen wir die noch. Also da habe ich jetzt echt Bock drauf. Also das fordert mich an. Ein Geiserich. Die Simar von Falzifa Flucht und voller Hass auf alles Leben sind die stärksten und grausamsten aller Sief. Du, Geiserich, bist der größte von ihnen. Wo du schreitest, verendet jegliches Leben. Dich zu bezwingen, das ist meine Bestimmung. Du, mein Freund, der du keiner Fliege etwas zuleide tun könntest, bist gefangen in diesem riesigen Körper. Auf dem westlichen Terrassenhügel in der Aschillsteppe werde ich dir gegenübertreten, um dich von deinem Leid zu erlösen. Wir nehmen sie an. Wir wollen die Barriere zerstören. Wir wollen die Mission schaffen. So. Da links. Gut. Das heißt, immer links halten. Das heißt, die ganze Zeit nur links halten und dann kommen wir da automatisch hin. Oh, da habe ich jetzt sowas von Bock drauf, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Neue Sieb-Statuen. Ich meine, wer hätte gedacht, dass wir das noch, dass wir sowas noch finden? Weil, wie lange spielen wir das Spiel schon? 150 Parts ungefähr. Könnte sogar gut hinhauen. Ich meine, hallo Leute. Nach 150 Parts noch was Neues. Das ist doch geil. Das spornt mich doch an. Und das ist auch noch ein Gegner, den wir noch nie hatten. Ein Geiserich. Das, denke ich mal, ist auch so ein einmaliges Dings. Dich haben wir schon. Du leuchtest. Wie gesagt, ich werde natürlich nicht versuchen, jede Mission auf 5 Sterne zu holen. Da. Da könnt ihr drauf wetten, das werde ich nicht machen. Wir sind noch richtig, ne? Immer links halten. Immer links halten ist sehr, sehr gut. Hier gibt es sogar gar keine Gegner. Puh. Die haben alle keinen Bock. Ich sehe da hinten sogar noch einen Schatz. Als ob wir den Schatz noch nie geholt haben. Ich meine, der ist da so offen. Da müssen wir zwar nicht hin, weil ich glaube, wir müssen jetzt hier links rein. Ja. Aber ich würde ganz gern mal wissen, warum ich den Schatz noch nicht geholt habe. Steht da etwa ein Gegner vor, der zu stark ist? Sieht nicht danach aus. Warum sich das Wetter auf einmal verändert hat? Oder warum es auf einmal so dunkel geworden ist? Das lasse ich dem Spiel mal so stehen, ne? Ist ja auch egal. So, der ist tot. Der ist tot. Und der ist tot. Gut. So, 3 Sterne. Dann holen wir uns noch schnell den Schatz. Super, der wird von so 3 Pennern bewacht. Warum habe ich den denn nie geholt? Die sind doch mega easy. Naja, ist ja auch egal. Dann holen wir ihn halt jetzt. Was sind das denn? Leads? Ne, Rang da. Rang da! Ja, was ist das denn? Die kleinen Pissviecher, ey. Waren die damals zu stark für mich, oder was? Oder habe ich den Schatz einfach noch nie gesehen? Ich meine, der steht da so oft, ne? Das ist ja schon fast beinig. Ein Millerit. Ein Brocken-Millerit. Na gut. So, hier kann ich wahrscheinlich dann nur mit dem Schokobo runter. Ich denke mal, das hat was mit Schokobos zu tun. Ich weiß es nicht. Aber es wäre Sinn. Es würde Sinn ergeben. Weil ein Schokobo kann ja ein bisschen fliegen. Schätze ich mal. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Taxims. Also.
Ja, euch kennen wir auch noch. Euch kennen wir auch noch. Drei Stück direkt von euch. Holy shit. Was geht denn bei euch ab, ey? Liegt das daran, dass ich die Mission ausgewählt habe, dass hier jetzt auf einmal so viele Thieves sind? Wahrscheinlich, ne? Ich denke mal nicht, dass die immer schon hier in der Gegend gewesen sind. Ist ja ein bisschen strange. Aber mit denen hat sich auch schnell erledigt. Also Tag-Thieves sind ja auch absolut nicht schlimm. Direkt Schock. 14.000, ey, das ist schon eine Hausnummer. Wie gesagt, es gibt die Trophäe, 22.000. Mache einem Gegner 100.000 Schaden, also, ja gut, ne? Das haben wir noch nicht. Wir müssen auf jeden Fall da runter. Aber wisst ihr was, dann wir nehmen die einfach mal mit. Ich meine, das sind Tag-Thieves. Ja, Tag-Thieves, die können nicht. Und wenn hier schon so viele rumlaufen, dann nehmen wir die auch mit. Ich meine, wenn die nur einmalig kommen, ne, dann ja. Dann ist das doch auch schön, wenn man sie mitnimmt. Die freuen sich wahrscheinlich auch, dass man denen ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt. Auch wenn die danach verrecken müssen, aber hey! Ich bin mal so gespannt auf den Mob gleich, also auf unseren Gegner. Danach können wir ja auch durch die Barriere gehen, ob wir da durchgehen. Das werden wir dann eher später erfahren, weil ich werde ja die Mission alle nach der Reihe machen. Aber ich denke schon, dass irgendeine Mission dahinter kommen wird. So. Da hinten sind noch welche. Ich bin hier aber auch noch nie gewesen, weil hier sind so viele Schätze. Das ist schon fast erschreckend. 8 Stücke Weichleder, das ist viel. Alter, wie viele von denen hier sind? Eine Eispistel. Okay, dann kümmern wir uns mal um den großen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie groß der ist. Okay, es wird wahrscheinlich eine Cutscene kommen. Holy shit. Holy. Alter, ist der groß. Der hat nicht zu viel versprochen, der Kerl. Malhand. Yo, ist okay. Oh, der hat gleich einen Schock. Ja, läuft bei dem. Aber das ist doch mal ein Kampf, Leute. Das kommt. Das ist ein Kampf. Der hat zwar nicht so viel Leben, also, aber er hat wesentlich mehr Leben als alles andere, was wir momentan jetzt gegen gekämpft haben. Bei dem kann die Fang sogar gar kein Nachsetzen machen, das finde ich ein bisschen schade, aber... Doch! Ich wollte gerade schon sagen, es wäre logisch, weil er ja so groß ist, aber dann auf einmal, ja, denkt sich die Fang, weißt du was? Jetzt hat er gesagt, ich kann es nicht, dann zeige ich mal, was ich doch kann. Jetzt kommt wieder die Malhand. Bam! Wir sollten mal wieder hochschalten. Das Nachsetzen ist so geil, ey. Also so ein mega fettes Vieh. Aber es ist gleich tot. Das finde ich ein bisschen schade. Der Kampf hätte ruhig länger gehen können. Barbarentanz. Ja, okay. Ist so. Tyrannenwut. Der ist jetzt so in Schatten gehüllt. Was heißt das? Was macht er? Donnerhand. What the? 2600! Leck mich am Arsch, Alter. Der ist stark. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich definitiv nicht gerechnet. Nicht nochmal Donnerhand, mein Freund. Nicht nochmal. Schock. Und das war's. Wow. 5 Sterne. Ah, ist das geil. 5 Sterne, Mann. 5. Und das bei so einem Gegner. Da kriegen wir erstmal die Königswehr, ja? Also, ich bitte euch.
Ja, siehst du, jetzt sind auf einmal hier wieder Artros. Ich sag's doch. Die gehören eigentlich nicht hier hin. So, wo ist denn der nächste Speicherpunkt? Ja, ich kann es mir aussuchen. Links oder rechts? Ja, mal gucken. So, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock auf noch einen Kampf. Der hat mir auch 10.000 Kristallpunkte gegeben. Also das war auch ordentlich. Ich glaube, der links ist näher, ne? Ich glaube, der links ist ein bisschen näher. Oh, Schafe! Ja! Schafe! Die Schafe sind so süß, Alter. Ich liebe die Schafe. Ich will so ein Schaf haben. Ey, die sind mega geil. Ich würde sie als Kissen benutzen. Ich laufe schon richtig, ne? Ja. Gut. Dann werden wir gleich auf jeden Fall noch unsere Kristallpunkte einsetzen. Weil der, wie gesagt, der hat mir 10.000 gegeben. 10.000 ist viel. Also, dafür, dass wir hier sind, ne, und die anderen Gegner geben mir so gut wie gar nichts, und dann gibt der mir 10.000, das ist viel. Ein Behemoth, ey. Ich will nicht gegen den Behemoth kämpfen. Okay. Ey, ich bin gleich da. So, da ist er. So, dann mal schauen, was wir an Kristallpunkte haben. Kristallpunkte. Ja, 42.000. Also, das hat sich nochmal gelohnt, die Folge. So. Wir waren bei Brecher. Angriffskraft ist jetzt nicht so wichtig. Aber was wichtig ist, ist Magie plus 20. TP plus 180. Ja, bitte. Bitte. So, bei dir waren wir bei Manipulator. So, du bist gerade an der Stelle, wo nur Magie verteilt wird. Das ist natürlich unpraktisch für dich, aber hey, ist ja nicht schlimm. So, du warst bei Augmentor. Ja, du warst auch bei einer Stelle, die jetzt nicht so praktisch für dich ist, weil Angriffskraft brauchst du wirklich nicht. Aber als nächstes kommt TP. Da können wir drauf hinarbeiten. Also bis jetzt, heute nur mit der Lightning eigentlich. Gut TP und dann nochmal Magie ein bisschen hoch. Sehr gut bei den anderen. Vielleicht im nächsten Part. Mal schauen. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen, weil auch wieder, wie gesagt, wir haben Neues gefunden nach 150 Parts gefühlt. Das ist so geil und ich freue mich auf jeden Fall direkt schon wieder auf den nächsten. Und wenn es euch gefallen hat, schaltet auch im nächsten Mal wieder ein. Dann machen wir Mission 13, falls wir die noch nicht haben. Hatten wir Mission 13 schon mal? Wartet. Nein! Okay, dann Mission 13. Und das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss!